Hallo, ich bin Marcel. Herzlich willkommen zum Yoga. In der Klasse heute geht es darum, den ganzen Körper einmal gut zu bewegen und ordentlich durchzustrecken. Und wir beginnen die Praxis in der sitzenden Position, Schneidersitz, mit dem rechten Schienbein vorne. Wichtig ist hier, dass die Hüften komfortabel auf dem Boden sind. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch einen Block oder ein Kissen unterlegen oder eine Decke. Schaut, dass der ganze Körper angenehm, aber gerade und aufrecht sitzen kann. Dann hier verschränkt die Hände. Handflächen zeigen zur Decke, die Arme sind gerade durchgestreckt, die Schultern entspannt. Und dann hier tief einatmen, streckt den Körper so weit wie es geht nach oben. Mit der Ausatmung beugt euch nach vorne, macht den Rücken rund. Dann wieder einatmen, richtet den Körper auf, streckt euch zur Decke. Mit der Ausatmung beugt euch nach vorne, macht den Rücken rund. Letztes Mal tief einatmen, streckt den ganzen Oberkörper zur Decke, Wirbelsäule wird lang. Mit der Ausatmung beugt euch nach vorne, macht den Rücken rund. Mit der nächsten Einatmung richtet euch wieder auf zur Decke. Aber jetzt löst die Hände. Linke Hand auf Fingerspitzen, kommt zur Seite auf den Boden. Der rechte Arm streckt über Kopf, tiefe Dehnung in den Seitkörper. Und dann hier noch einmal tief einatmen. Mit der Ausatmung dreht den Brustkorb zum Boden und die rechte Hand kommt nach unten. Dann wieder einatmen, rechte Hand über Kopf. Streckt den Körper an der Seite, mit der Ausatmung dreht den Brustkorb zum Boden, Finger kommen nach unten. Letztes Mal, tief einatmen, rechter Arm über Kopf, Seitkörperstreckung. Mit der Ausatmung Drehung Richtung Boden, der Brustkorb zeigt nach unten, die rechte Hand, Fingerspitzen auf den Boden. Mit der nächsten Einatmung richtet euch wieder gerade auf, streckt die Arme zur Decke. Mit der Ausatmung Drehung nach rechts. Könnt die Arme öffnen, zur Unterstützung benutzen. Dann wieder einatmen zur Mitte, streckt die Arme zur Decke. Ausatmen, Drehung nach rechts, die Arme zur Unterstützung. Letztes Mal einatmen, richtet euch auf, streckt die Arme zur Decke. Ausatmen, dreht den Oberkörper nach rechts. Dann haltet diese Position, lasst den Atem fließen und presst die linke Hand gegen das rechte Knie. Benutzt die rechte Hand hinter euch zur Unterstützung, dreht den Brustkorb so weit wie es geht zur Seite und haltet den Kopf, den Nacken entspannt. Dann einatmen, richtet euch wieder auf zur Mitte. Mit der Ausatmung beugt euch nach vorne, entweder die Fingerspitzen oder die Vorarme zum Boden, lehnt euch über die Beine nach vorne, soweit ihr könnt. Aber haltet die Beine kraftvoll angespannt, die Knie, die Füße, alles presst in den Boden, die Hüften, die Sitzknochen sind gerade auf dem Boden. Und dann lehnt den Oberkörper so weit wie es geht nach vorne. Vielleicht könnt ihr den Kopf am Boden ablegen oder macht zwei Fäuste, die ihr übereinander legt, um den Kopf zu unterstützen. Dann hier mit den Augen geschlossen, fokussiert euch auf die Atmung, von der Nase in den Bauch ein, vom Mund entspannt ausatmen. Mit der nächsten Einatmung richtet euch langsam auf zum Sitzen. Und dann streckt die Beine gerade, könnt ihr kurz ausschütteln. Und dann mit den Knien gebeugt, dreht die Beine nach links und nach rechts. Scheibenwischerdrehung. Und dann für die andere Seite kommt wieder im Schneidersitz mit dem linken Schienbein vorne. Schaut, dass die Hüften entspannt auf dem Boden sind, Beine überkreuzt. Und dann bringt die Hände zusammen, Handflächen zeigen zur Decke, Arme sind gestreckt, Schultern entspannt. Einatmen, richtet euch auf, lange Wirbelsäule. Ausatmen, beugt euch nach vorne, macht den Rücken rund. Dann wieder einatmen, richtet euch auf, streckt euch. Mit der Ausatmung beugt euch nach vorne, macht den Rücken rund. Und letztes Mal einatmen, richtet euch auf. Mit der Ausatmung beugt euch nach vorne, macht den Rücken rund. Wieder einatmen, richtet euch auf. Mit der Ausatmung legt die rechte Hand neben euch auf den Boden ab. Streckt den linken Arm über Kopf, Seitkörperdehnung. Hier einatmen, streckt tiefer. Mit der Ausatmung dreht den Brustkorb Richtung Boden, legt die linke Hand flach ab. Und wieder einatmen, linke Arm über Kopf, Seitkörperstreckung. Mit der Ausatmung dreht den Körper Richtung Boden. Letztes Mal, einatmen, linke Hand streckt über Kopf, Seitkörperdehnung. Mit der Ausatmung dreht euch zum Boden. Dann einatmen, richtet euch zur Mitte auf, Arme gestreckt zur Decke.
Ausatmung, öffnet die Arme, dreht den Brustkorb nach links. Einatmung, richtet euch zur Mitte auf. Ausatmung, dreht den Oberkörper nach links, öffnet die Arme. Letztes Mal mit der Einatmung, richtet euch auf zur Mitte. Mit der Ausatmung, Drehung nach links. Jetzt presst die rechte Hand gegen das linke Knie. Die linke Hand zur Unterstützung auf dem Boden hinter euch. Dreht den Brustkorb so weit es geht zur Seite. Aber haltet die Hüften gleichmäßig auf dem Boden und der Nacken, der Kopf ist entspannt in der Mitte. Und wieder einatmen, richtet euch zur Mitte auf. Mit der Ausatmung faltet euch entspannt nach vorne. Seht, Fingerspitzen oder Vorarme kommen zum Boden. Die Beine bleiben gespannt, die Hüften, Sitzknochen sind weiter flach auf dem Boden, während ihr euch nach vorne nehmt. Und dann in der tiefsten Position, entweder könnt ihr die Stirn auf dem Boden ablegen oder mit der zwei Fäusten hier unter dem Kopf unterstützen. Mit der nächsten Einatmung richtet euch wieder langsam auf. Hier im Sitzen stellt die Hände hinter euch ab. Erstmal die Beine gestreckt, kurz ausschütteln. Und dann mit den Knien gebeugt, die Füße sind geöffnet. Dreht die Beine nach links und nach rechts für den Schreibtisch. Und dann von hier kommt in die Position des Tisches, Vierfüßlerstand. Achtet darauf, dass die Hände schulterbreit genau unter den Schultergelenken sind. Die Zeigefinger sind parallel. Und dann die Knie leicht hinter den Hüften, Füße sind aufgestellt. Und dann hier für die Position der Kuh, lasst den Bauch nach unten sinken. Schultern rollen zurück, der Brustkorb öffnet sich, der Kopf ist angehoben. Und dann von hier Position der Katze, macht den Rücken rund, lasst den Kopf leicht nach unten fallen. Und dann mit der Einatmung. In die Position der Kuh, tief in den Bauch einatmen und die Position der Katze, macht den Rücken rund, lasst den Kopf nach unten sinken, ausatmen. Noch einmal, Einatmung zur Kuh und Ausatmung zur Katze. Letztes Mal, Einatmung, Position der Kuh, Ausatmung, Position der Katze. Und dann von hier, lasst die Hüften nach hinten kommen zu den Fersen, aber die Hände bleiben in der gleichen Position für eine ausgedehnte Position des Kindes. Und dann hier wieder mit der Atmung, richtet euch auf zum Tisch, und dann Ausatmung, lehnt euch nach vorne, Kraft vollkommen zum Boden. Einatmung, richtet euch auf zum Tisch, Ausatmung, Position des Kindes, Hüften zu den Fersen. Einmal Einatmung zum Tisch, Ausatmung, lehnt euch nach vorne, der Kraft der Arme unterstützt, kommt zum Boden. Und Einatmung, presst in den Tisch, Ausatmung, Position des Kindes. Letztes Mal, mit der Einatmung, kommt zum Tisch, Ausatmung, langsam nach vorne und zum Boden. Hier für die Holzstrecke mit der Einatmung. Füße sind flach auf dem Boden, Beine sind angespannt, der Brustkorb hebt sich an, die Arme strecken nach hinten. Lasst den Atem fließen, haltet diese Position, der Brustkorb steigt nach vorne, die Arme zurück und dann lasst die Füße auch nach oben kommen. Dann mit der nächsten Ausatmung kommt wieder entspannt zum Boden. Dann stellt die Füße auf, bringt die Hände wieder neben den Brustkorb, schulterbreit. Und dann erst in die Position des Tisches und von hier in den herabschauenden Hund. Hebt die Knie vom Boden, presst die Hüften Richtung Decke. Stellt euch vor, der ganze Körper ist in der Form eines Dreiecks. Die Spitze des Dreiecks, die Hüften, so weit wie es geht, anheben. Gleichzeitig den Oberkörper, Bauch, Brustkorb und den Unterkörper, Beine, so weit wie es geht, zur Mitte zusammenbringen. Der Bauch und die Unterschenkel wollen zusammen, Brustkorb und Knie. Und die Wirbelsäule streckt sich, die Hüften heben sich, der Atem fließt. Dann von hier in die Planke, Plank Position, bringt die Schulter nach vorne über die Handgelenke,
haltet Arme und Beine gerade gestreckt und kraftvoll. Dann ihr schaut, dass der Körper nicht nach unten sackt. Haltet all die Kraft, die ihr im Körper habt, um die Position zu halten. Die Fersen ziehen zurück, der Brustkorb öffnet sich nach vorne. Einmal hier tief einatmen, mit der Ausatmung die Knie zum Boden, Hüften zurück, Position des Kindes. Und dann einatmen zum Tisch, Ausatmung, lehnt euch nach vorne und langsam zum Boden. Und wieder die Heuschrecke, Füße flach auf den Boden, Beine angespannt. Mit der Einatmung hebt den Brustkorb, hebt die Hände und streckt euch zurück. Und dann hier, außer hebt die Füße vom Boden ab, Brustkorb öffnet sich nach vorne, Arme und Beine strecken zurück. Mit der nächsten Ausatmung kommt wieder entspannt zum Boden. Und in eurem eigenen Tempo Schritt für Schritt in den herabschauenden Hund. Downward Facing Dog. Und hier wieder den Körper stillhalten, die Hüften anheben, die Wirbelsäule strecken. Und dann spürt die Atmung, der Fluss von der Nase in den Bauch und dann wieder entspannt aus. Dann langsam lauft die Hände zurück Richtung Füße. Und dann hier kommt eine entspannte Vorbeuge, Uttanasana. Ihr könnt die Knie beugen, den Oberkörper entspannt nach unten sinken lassen und Nacken und Schultern langsam nach unten hängen. Und dann hier für die halbe Vorbeuge, Ardha Uttanasana, legt die Hände an die Schienbeine unter den Kniescheiben. Streckt die Wirbelsäule, Brustkorb nach vorne. Stellt euch vor, der ganze Rücken ist parallel zum Boden, gerade wie ein Tisch. Dann hier wieder tiefe Einatmung. Mit der Ausatmung beugt euch nach unten, Vorbeuge Uttanasana. Und dann nochmal halbe Vorbeuge, Ardha Uttanasana. Und haltet diese Position, könnt kurz mit den Beinen ein bisschen spielen, die Knie tiefer beugen, dann die Beine wieder gerade strecken, soweit es geht. Mal die Knie beugen, die Beine kerzengerade strecken. Und letztes Mal Knie gebeugt und dann wieder Beine gestreckt. Von hier mit der Ausatmung die volle Vorbeuge Uttanasana. Dann das gleiche hier, mal kurz die Beine voll durchstrecken, der Rücken kann rund werden und die Knie wieder leicht beugen. Beine voll durchstrecken, der Rücken wieder rund. Letztes Mal die Beine strecken. Jetzt haltet die Beine gestreckt. Und langsam, Stück für Stück, richtet euch zum Stehen auf. Stellt euch vor, dass jeder Teil der Wirbelsäule, jeder einzelne Wirbel, jedes Gelenk Stück für Stück bewegt wird und ihr euch langsam aufrichtet, aus der Kraft der Beine, aus der Kraft des Bauches. Der Kopf ist schwer, die Arme hängen mit der Schwerkraft nach unten und dann langsam richtet euch auf zum Stehen, Tadasana, Position des Bären. Dann hier nehmt die Hände zum Herzen in Gebetsposition, Anjali Mudra. Dann eine volle Atmung zum Herzen ein und Mund entspannt aus. Noch einmal tief einatmen. Mit der Ausatmung beugt den Kopf zum Herzen. Namaste. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Mitmachen.